ne? Weil die Kleinen dann auch wirklich unterbringen müssen und ja, da muss halt Schwiegermutter Zeit haben. Ja. Ja, ich find's halt ein bisschen gemein, da der gute Kelturio, so wie es aussieht, einen Presseausweis bekommt. Mhm. Ja, ich will auch einen haben. Ja, bei uns ist es halt wirklich die Sache, ob sich das lohnt. Wenn er jetzt einen Presseausweis bekommt, dann bringt es ihm schon mal gar nicht so viel. Mhm. Dadurch, dass ich ja auch nicht großartig dann mit kann. Ja, ist irgendwie alles ein bisschen doof. Und ich meine, wir selber, sieht das so aus, als ob wir nur Karten für Sonntag bekommen. Ja, richtig. Und ja, wobei, nur wegen Sonntag würde ich ganz ehrlich gesagt nicht auf die Gamescom fahren. Also das heißt, ich müsste mir da irgendwie eine Wochenendkarte holen oder keine Ahnung. Alles ein bisschen doof irgendwie. Weil wir wollten ja dieses Jahr eigentlich auch gehen. Hm. Ja. Ja, bei uns hängt das wirklich davon ab. Ich meine, ja, wenn wir jetzt keine Karten bekommen, ich meine, den Sonntag können wir halt nicht. Da hat halt der Schwager von meinem Mann halt seinen 30. Geburtstag. Mhm. Und daher würden wir wohl nicht schon den Samstag fahren. Ja, also es wäre bei uns eben auch so. Man kann dann morgens gemütlich losfahren und dann passt es nämlich auch alles. Aber wenn du dann wirklich irgendwie unter Zeitdruck stehst und sagst, wir müssen da jetzt unbedingt hin und sind zehnmal kaum noch was und das ist dann mehr als Kacke. Auf jeden Fall. Also muss man wirklich gucken. Wir müssen das richtig planen. Ja, das geht bei euch ist wieder nochmal eine Nummer schärfer. Ja, wegen der Kleinen halt. Und da will ich sie garantiert nicht mitnehmen. Definitiv nicht. Das ist verständlich. Jetzt falle ich hier schon wieder runter. Das ist auf jeden Fall verständlich. Weil für die Kleine wäre das ja auch definitiv nicht so lustig dann, wenn da so viele Leute rumrennen. Genau, und das will ich ja auch nicht antun. Um Gottes Willen. Die ist schon aufgedreht genug, das muss jetzt nicht noch dann an dem Tag sein. Ich habe hier gerade mal ein bisschen Eisen wieder gefunden. Super. Bin hier nämlich gerade in eine Höhle reingelatscht. Mhm. Ich versuche mich da jetzt mal hier ein bisschen nach unten zu buddeln. Vielleicht bringt es ja was. Ach ja. Ja, ich hoffe, da, wenn wir es nicht auf die Gamescom schaffen, dass die Leute da nicht zu enttäuscht sind. Weil wir ja eigentlich gesagt haben, wir wollten gehen. Mhm. Ja. Ich meine, es kommt halt immer wirklich drauf an, weil ich muss ja eigentlich samstags auch arbeiten. Mhm. Ist ja wieder so eine Sache. Ja, ich werde das noch bei mir recht zeitig ankündigen. Mhm. Und werde die Leute halt auf dem Laufenden haben. Deswegen solltet ihr mal, um auf dem Laufenden zu bleiben, mich auf Twitter folgen oder mir auf Twitter folgen. Okay, dann, weil Twitter finde ich irgendwie scheiße. Ich habe zwar auch einen Twitter-Account, aber das ist, finde ich, eigentlich total affig, Twitter. Ja, ich nutze es dann halt für Informationen halt. Okay, im Moment ist nicht wirklich so viel an Informationen, da halt nur, weil ich ein Video hochgeladen habe, aber okay. Was sowas betrifft, kann man schon die Leute auf dem Laufenden halten, weil das auch recht fix geht. Na, ich finde da Facebook ein bisschen besser. Ich meine, es ist auch so, ich habe beides, ich habe einen Facebook-Account und einen Twitter-Account, aber ich weiß nicht, ich muss dann so sagen, ich werde das einmal im Kanal posten, würde es dann auf Facebook posten und auf Twitter, wenn sich da irgendwas ergibt. Aber warum ist hier ein Creeper? Keine Ahnung. Und ich werde dann auf jeden Fall. Ey, du dämlicher Flach. Punkt, Punkt, Punkt. Piep. Mann, ich habe hier gerade alles fertig gehabt und du machst mir gerade hier die Ecke kaputt. Du Drecksvieh. Ja, und dich sehe ich da hinten auch. Du brauchst gar nicht rankommen. Also jetzt werde ich böse. Ja, komm her. Komm. Schwimm zu mir. Na? Ja. Grünes Ekel. Grünes Ekel. Ja. Wo war ich jetzt eigentlich hingeblieben? Ja. Achso, ja, ich würde das dann da posten und diejenigen, die dann eben sagen, oh, ich habe das gar nicht mitgekriegt und bla bla bla, da würde ich dann auch sagen, also liebe Leute, ich habe einen Twitter-Account, ich habe einen Facebook-Account.
Das müssen sich die Leute dann selber zuschreiben, ob sie die Information dann haben möchten oder nicht. Ich bin da momentan auch ein bisschen so, dass ich sage, ich bin da echt teilweise sauer, sagt man es mal so. Ich bin da wirklich sauer, wie das momentan bei mir ein bisschen auf dem Kanal läuft. Das ist da, ja, es gibt ja auch eine Hetzkampagne. Wie ihr schon gemerkt habt, auf manchen Videos sind dann ein Haufen Dislike drauf. Ja, es ist einfach so, dass ich jemanden mal gebeten habe, der bei mir nur rumgemeckert hat, dass ich ihm gesagt habe, also wenn du nur meckerst und ständig nur was auszusetzen hast, dann entweder mach das Let's Play selber und zeig mir, wie man es besser machen kann. Explodierst du jetzt, du Drecksau? Oder du verlässt einfach meinen Kanal. Ja, und der geht jetzt hin und schreibt meine Abonnenten an und startet da so eine Hetzkampagne. Ach Gott. Ja. Ich habe ihn jetzt schon darauf hingewiesen, wenn ich das... Ich meine, mich haben dann Abonnenten angeschrieben und haben gesagt, du hier, der macht da was. Und wenn ich das denn jetzt dementsprechend nochmal mitbekommen sollte, dann werde ich da demnächst richtig, richtig sauer. Ja, und deshalb greife ich da momentan noch so rigoros durch und sage hier, wenn es euch nicht passt, dann tschüss. Ja, ja, richtig. Ja. Es ist, weil das sehe ich, finde ich unter aller Sau. Also das finde ich echt nicht gut. Also da muss man... Also nicht, da packe ich mir am Kopf und denke mir, wo sind die Gehirnzellen? Wo sind da bitte die Synapsen durchgebrannt? Ja, das frage ich mich auch. Ja, und vor allem ist das einer, der hat bei dir dann auch, wo wir das Let's Play angefangen haben, das Together, hat er bei dir drunter geschrieben, ja, und hier und da, und hat er gesagt, ich soll deabonnieren und bla bla bla. Ja, derjenige war das. Ja, dann und kurz eine Message an dich. Ich weiß, dass du das Video gucken wirst. Finde ich nicht in Ordnung. Solche Abonnenten brauche ich nicht. Du darfst mich gerne wieder deabonnieren. Danke. Okay. Ja, finde ich nicht gut. Das muss nicht sein. Also ja, so eine Hex-Aktion, nee. Ich meine, klar kriegt man mal immer mal wieder irgendeinen Hater. Das ist selbstverständlich. Es gefallen einem nicht alle Videos hin und her. Aber ich sage dann immer, wenn mir das Video noch nicht gefällt, dann schaue ich mir das ganz einfach nicht an und dann hat sich die Sache erledigt. Ja, aber direkt schon, Entschuldigung, dass ich hier ins Wort falle, aber direkt dann die anderen Abonnenten darauf aufmerksam machen und eine Hetzaktion zu starten, finde ich unter aller Sau. Und da man ja weiß, dieser Mann, der ist deutlich über die 30. Ja. Weiß ich nicht, finde ich das nicht. Nee. Tut mir bisschen leid. Bisschen hirnlos. Ja, ich will es jetzt nicht beleidigen. Es ist einfach nur, das macht man einfach nicht. Nee, für mich ist sowas wirklich hirnlos. Sowas könnte man jetzt nur von irgendwelchen Kindern denken, die vielleicht gerade mal, Entschuldigung, dass ich das jetzt so anspreche, die 12, 13 sind, weil einige sind wirklich so. Das stimmt, ja. Und dass man das halt von einem erwachsenen Mann da, nee, also das gefällt mir nicht. Das weiß ich nicht. Sowas hab ich nie kennengelernt und möchte ich auch nicht. Und nee. Ist das gleiche wie beim Kelturio, da ist ja auch mal jemand hingegangen. Zwei Creeper auf einmal, oh, what the fuck? Was wollt ihr? Lasst mich in Ruhe. Hilf. Die explodieren auch gleich. Ja. Es sind auch zwei Abonnenten hingegangen und haben gemeint, so ja, ein Video rauszubringen. Ja, Kelturio war bei uns auf dem Server und hin und her. Und dann haben wir mal drauf geschaut. Ja, dann hat sich da jemand als Kelturio ausgegeben. Da haben wir dann auch gesagt, hier wirst du ja dann nicht innerhalb von 5 Minuten das Video unten ist, dann gibt es richtig Ärger. Mal kurz eine Frage, hast du es auf schwer stehen? Nee. Oh Gott. Immer noch auf. Einfach so, wie wir angefangen haben. Oh, ich buddel Kriege hier und buddel und buddel. Ich komme nicht nirgendwo raus. Und das ist eine Scheiße hier. Ich verballere hier die Spitzhacken. Das waren jetzt 2 Creeper auf einmal, ey. Ja, und ich kann mich halt jetzt nicht schlafen legen, weil du nicht da bist. Ah, scheiße. Tü-t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 ü. Ich hab nichts gemacht. Du Luda, du. Ja, ich darf das sagen. Das nimmst du mir aber auch nicht übel. Nein, doch, ich nehme es dir total böse. Scheiße. Da krieg ich Popohauer von der. Hau mir auf meinen Popo drauf. Yeah. Oh Mann, ja. Ich habe ja auch
einen Kommentar bekommen, weil beim Liscario sieht man ja auch das Video von uns beiden eben, wo wir die Hunger Games gespielt haben. Er hat ja dran geschrieben, Homo Ale. Ja, finde ich, ein Titel, ja. Ja. Finde ich nicht so gut. Aber ja, wir haben ja in dem Video sozusagen geheiratet. Ja, wir sind verheiratet. Natürlich nur in Minecraft. Und zack, habe ich schon den ersten Kommentar, den ersten Hater-Kommentar bekommen. So, scheiß Lesben und was weiß ich nicht alles, wo ich ja, mir gedacht habe. So, das war vorgestern. Okay. Und also ich habe noch keine Message bekommen.